Jesus hat dann einen gesehen, der von Geburt an blind ist. Seine Jünger haben ihn gefragt: Rabbi, wer ist daran schuld? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Da hat Jesus zur Antwort gegeben: Weder noch. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als er das gesagt hat, hat er am Boden abgespolzt und hat damit den Brei gemacht. Und der hat er dem Blinden dann auf seine Augen gestrichen und hat zu ihm gesagt: Geh und wasche dich im Teich Shiloah. Shiloah bedeutet der, den man geschickt hat. Da ist der Mann gerade gegangen und hat sich gewaschen und ist als Sehender zurückgekommen. Da haben die Nachbarn und die, die ihn von früher als Bettler gekannt haben, gesagt: Ja, ist das nicht der, der am nächsten Tag gesessen ist und bettelt hat? Die einen haben gesagt: Ja, er ist es. Aber andere haben gesagt: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Aber er selber hat gesagt: Moll, ich bin's. Da haben sie ihn gefragt: Ja, wie kommt es denn, dass du plötzlich wieder hast gesehen? Da hat er gesagt: Der Mensch, der Jesus heisst, hat einen Brei gemacht und mir auf die Augen gestrichen und zu mir gesagt: Gang zum Teich Shiloah und wasch dich. Da bin ich gegangen und jetzt habe ich mich gewaschen und jetzt kann ich wieder sehen. Da haben sie gefragt: Ja, aber wo ist denn Jesus jetzt? Ich weiß es nicht, hat er gesagt. Später dann hat Jesus ihn angetroffen und hat ihn gefragt: Glaubst du an den Menschen Sohn? Da hat er gesagt: Herr, sag mir, wer das ist, dann will ich an ihn glauben. Dann sagt Jesus: Er steht vor dir und spricht mit dir. Da ist der Mann gerade aufgekommen und hat Jesus angerufen: Herr, ich glaube. Und Jesus hat zu ihm gesagt: Ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehen und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht.